Wisst ihr, Leute, bekanntlich sagt man ja, Humor ist subjektiv, jeder findet was anderes lustig. Wenn du meinen 300 IQ-Joke nicht verstanden hast, dann liegt das nicht an deinem Low IQ, sondern weil mein Joke nicht deinem Humor entspricht. Deinem Low IQ, sondern weil mein Joke einfach nicht deinen Humor getroffen hat. Und hier muss ich einfach mal einen Schlussstrich ziehen. Nicht, weil ich mir noch mehr Lob in den Arsch blasen will. Meine Videos und meine Jokes sind immer so gut. Sondern weil es einfach einen Type Humor gibt, wo man sagen muss, wer diese Jokes feiert, ist A. ein Boomer, B. ein Low IQ oder C. einfach ein Kind. Sorry? Anders kann ich mir nicht erklären, wie man zum Beispiel WhatsApp-Fails feiern kann. Oder diese unlustigen Instagram-Joke-Seiten, wo ich letztens ein Video dazu gemacht habe. Oder BuzzFeed-Artikel, wo ich sogar schon vor einem Jahr ein Video dazu gemacht habe. Alles Banger-Videos. Lob in den Arsch blasen will und gibt's nicht, ist ein bekannter Vertreter von WhatsApp-Fails. Wer deren Story nicht mehr kennt, ganz am Anfang waren die 0,5er. Zwei Jungs, die damals echt nice Street-Pranks gemacht haben, die meines Wissens auch nicht fake waren. Dann kam sie auf die Idee, eine Seite ins Leben zu rufen, die BuzzFeed ausstechen sollte. Made my day. Sorry, ich meinte natürlich... Made my day. Also Low-IQ-Jokes für Low-IQ-Leute. Deren Geschäftspartner, der scheinbar nur den Namen irgendwie zur Verfügung gestellt hat, hat sich dann gedacht, komm, das macht so viel Geld, kein Bock mehr auf 50-50, reiße ich mir mal alles unter den Nagel und futsch, alles weg. Auf YouTube läuft Made My Day nicht mehr besonders, aber auf Instagram und Facebook finden sich immer sehr viele Leute, die das feiern. Aber man lässt sich nicht unterkriegen. Sie gründeten dann einen neuen Kanal, und zwar gibt's nicht. Und Props, es nochmal groß geschafft zu haben, halt immer noch mit Low-IQ-Content für Low-IQ-Leute. Einfach sehr clickbaity, leicht verdaubarer Content, wo man sein Gehirn gar nicht erst anschalten braucht und am besten noch eine Frau auf dem Thumbnail. Also Content, der nicht wirklich von Fans geschaut wird, sondern davon lebt, von der Clickbaitiness auf der Startseite von YouTube. Und früher haben sie auch oft WhatsApp-Fails gemacht. Kommst du jetzt mal endlich? Ganz ehrlich, immer brauchst du so lange. Du bist generell richtig faul momentan. Ey, weck nicht das Tier in mir. Das ist alles andere als faul. Sorry, aber jetzt hätte ich Angst vor einem Esel. Belastend, Alter. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Die 500 plus Besten, sogar in Caps Lock, damit der letzte Low IQ das begreift. Und dann sind die Jokes so ein Müll. Esel, oh Mann, wirst du hops genommen, du verfickter Hurensohn. Vielleicht kennt ihr ja diese typischen TikTok-Cringe-Compilations, wo man halt so richtige Hänger sieht. Ich kann mir vorstellen, die können damit relaten und finden das bestimmt lustig. Was sagen denn die Kommentare? 37, 34, immer zu geil. Hab heute Morgen aus Versehen Kaffee mit Energy Drink gekocht, anstatt mit Wasser. Und, hat's geschmeckt? Ja, schon. Das Problem war nur, hab nach 15 Minuten Autobahn gemerkt, dass ich das Auto vergessen habe. Oh, du bist so durch, Schatz. Ich hab schon was viel Besseres als dich. Wo ist der Joke? Ah, da ist der Joke. Oh, ich habe Energy Drink und Kaffee gemischt und getrunken. Ist mir gar nicht aufgefallen. Und dann bin ich die Autobahnauffahrt hochgelaufen und habe ein bisschen Geisterfahrer gespielt. Vorsicht, ich bin auf der Autobahn! Hast du dich jetzt beruhigt? Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Bei 7,37 ist Lachflash garantiert. Oh mein Gott! Bei dem Emoji hoffe ich das auch mal. Ich liebe dich, Baby. Schatz, was sollen eigentlich immer die ganzen Smileys? Ich mag Smileys. Ja, und ich mag Schnitzel. Trotzdem klatsche ich nicht jeden Schnitzel in die Fresse, wenn ich durch die Stadt laufe. Wieso? Ich verstehe es einfach nicht. Würde ich das auch so feiern, wenn ich nicht nur wie 10 klingen würde, sondern wirklich noch 10 wäre? Schatz, welchen Klingelton habe ich eigentlich bei dir? Stumm. Wo bist du? Es gibt Bier. Oh, ich fühle mich nicht wohl. Habe meine Tage und sehe gerade aus wie ein Pottwal. Jetzt erst recht, der Wal braucht Flüssigkeit. Hi Schatz, alles klar? Alles gut, Schatz, was machst du so? Ah, ich zocke nur eine FIFA und du? Oh, es heißt, wenn ein Junge beim Zocken mit dir schreibt, ist es wahre Liebe. Oder ist es einfach der Ladebildschirm? Bist du gerade in meinem Netflix-Account drin? Sorry, das geht zu weit. Aber eigentlich die perfekte Symbiose-Möglichkeit für El Marco und andere komplett anspruchslose Reaction-YouTuber. Also wirklich die, die wirklich gar nichts zum Video beitragen, außer ein paar Kommentare. Einfach immer auf die Gibt's-nicht-Videos reagieren. Alles ist bereits ready, nur Face rechts auf das Thumbnail und rechts im Video und fertig. Content. Okay, die Person schickt eine WhatsApp-Nachricht. Weiß ich doch. Nein, nicht. Oder? Als ob. Okay, das loop ich jetzt. Mal, checken die achtjährigen Kinder eh. Okay, die Person schickt eine WhatsApp-Nachricht. Nein, oder? Ich glaube, ich habe ein Konzept gefunden. WhatsApp-Fails ist so beliebt, die haben sogar einen extra Kanal dafür gemacht. Es funktioniert so gut und das auch als Shorts.
Ich erhöhe für euch mal die Geschwindigkeit, damit ihr euch nicht zu Tode langweilt, ihr Süßen. Was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Du brauchst mir nichts zu schenken, Meli. Du bist jetzt seit 2 Jahren mein allerbester Freund. Natürlich schenke ich dir etwas. Aber ich wünsche mir nichts. Menno, ernsthaft? Naja, einen Wunsch hätte ich doch schon. Wow, echt? Und der wäre? No, du bist so süß, Paul. Kannst du mir diesen Wunsch erfüllen, Melissa? Sorry, aber was das angeht, bin ich bereits das Geschenk für jemand anderen. Lol, ernsthaft? Ja, hab halt einen Freund. Seit wann das denn? Gestern? Hast du nicht vielleicht noch einen anderen Wunsch? Ja, verpiss dich. Frohe Weihnachten. What? Wie redest du mit deiner besten Freundin? Bye, Bitch. Willkommen in deiner Friendzone, du Noob. Bitte, beendet mein Leiden, Alter. Das sind halt so dumme Sachen, mit denen man halt irgendwie relaten kann, weil halt so Gossip-Sachen so wie aus der Schule halt. Die Gerüchteküche brodelt. OMG, ich bin verliebt in Person XY in meiner Klasse. Und ja. Aber immer hoffnungslos. Und dann wird das so lame und cringe umgesetzt. Wobei man sagen muss, gerade wenn man es so ein bisschen extra cringy macht, kann es umso mehr die Runde machen. Wenn zum Beispiel jemand einen Song macht, der gar nicht gut darin ist. Wühlmaus, Knopfaugen, lange Nase. Wer könnte das sein, Mann? Keine Frage. Es ist Marcel Skorpion. Prostitution. Junge, fick dich! Apurett ist King und macht Baba-Musik. Ich verfolge ihn schon seit ich 6 bin. Okay, sorry, aber bei allem Rumheulen muss ich eine Sache Props geben, was sie können. Clickbaiten und mit einigen Videos ziemlich viele Views generieren. Das habe ich bisher noch nicht geschafft innerhalb von 4 Jahren YouTube. Bye, Bitch. Kinder feiern WhatsApp-Fails. Vor allem, wenn ihr großes Idol ein Video dazu macht. Zum Beispiel Luca, großer YouTuber. Über 4 Millionen Abos auf YouTube. What the fuck? Wenn alles nach seiner Nase läuft. Und wenn es nicht nach seiner Nase läuft. Ich wurde in einem Minecraft-Projekt getötet, wo es darum geht, sich gegenseitig zu töten. Ich bin Fame und der Clubbesitzer wollte mir nichts schenken. Plastik auf Pizza ist nicht gut fürs Geld, für die Leute. Deswegen müssen alle Pizzas zurückgeschickt werden. Meine nächste Pizza ist nicht vegetarisch, aber ihr könnt das Fleisch einfach runtertun und dann ist sie vegetarisch. Und dann ist das Tier noch unnötiger gestorben als so schon. Hallo, mein Name ist Luca. Über 4 Millionen Abos? Sein Content muss ja richtig gut sein. Was ist braun, knusprig und schwimmt unter Wasser? Die Person schreibt einfach nur Bro. Und die Antwort auf das Rätsels Lösung ist ein U-Brot. Ja. Ich würde eigentlich jetzt schon abschalten. Beim nächsten WhatsApp-Fail bleibt ein Mädchen ihrem Freund. Füße hoch, Leute. Der kommt flach. Aber seine Fans sind krass und feiern ihn. Ich habe einen Freund und bin 8 Jahre alt. Meine Schwester 12 Jahre alt und hat keinen Freund. Oh Mann, wie peinlich. Jetzt lache ich sehr, sehr viel. Oh Mann. Ich bin cool. Oh yeah. Ich liebe dich, Luca. Du bist der Allerbeste. Kannst du mich mal grüßen? Ich weiß nicht. Das ist für mich irgendwie so wie kein Anspruch haben. Und klar, am Ende des Tages, jeder kann machen, was er will. Und jeder kann schauen, was er will. Aber nein, ich akzeptiere das nicht. Und ja, ein paar werden jetzt vielleicht kommen. Ey, du bist doch so neidisch auf Luca, weil er so viele Views macht und du nicht und seine Haut aussieht wie glatt geleckt, als ob ein Filter drauf ist oder er geschminkt ist, obwohl das in alten Videos nicht so war. Ja, okay, bin ich vielleicht. Wie kriegt man so eine Haut? Und es gibt so viel von WhatsApp Cringe, ich meine Fails. Auf Pinterest findest du etliche. Auf BuzzFeed findest du geklaute Compilations. Auf Instagram kannst du im Cringe baden. Es tut einfach weh. Sind wir so verloren? Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Ersteller drauf Bock haben. Oh yeah, jetzt mal WhatsApp-Fails ausdenken. Manchmal wünsche ich mir, dass etwas zwischen uns wäre. Ich auch. Echt? Und das wäre? Ne Wand. Guter Joke. Also guckt lieber guten Content. Zum Beispiel meinen. Bis auf Leute, der kommt flach. Ciao. Schon vor einem Jahr habe ich zu den unlustigen BuzzFeed-Artikeln ein Banger-Video gemacht.